Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3. Wir sind hier im nächsten Level in der Crash Site. Wir haben von diesem Typen eine Karte bekommen. Können wir uns die angucken? Das sagt mir so ziemlich gar nichts. Ich muss von der Mitte nach links, dann nach rechts rüber, um einen Baum tippe ich mal rum und dann rechts bleiben wieder. Kann ich mir nicht merken, aber gut. So. Ach, jetzt sind wir wieder hier, ne? Da kommen wir nicht wieder zurück, oder? Ja, hier waren wir doch schon vorher. Ah, okay, ich glaube, ich bin verstehend. Ich habe es eigentlich nicht gedacht, dass mich das Spiel hier direkt runterschmeißt, weil vorher können wir da drauf stehen. Da bin ich noch nicht runtergerutscht. Jetzt rutsche ich da runter, also ganz ehrlich, das ist die Schuld des Spiels. Weil hier waren wir ja im letzten Level schon und haben dann Eingeborene mit einem Blastrohr getötet und haben da doch den Mechanismus angemacht. Das war doch das hier, oder nicht? Weil das ist genau der gleiche Sumpf. Also von daher weiß ich nicht, was ich hier jetzt falsch gemacht habe. Kann ich hier noch was machen? Und das tut ja einfach nur rum. Okay. Gut. Okay, das macht Schaden. Hätte ich nicht machen sollen. Ja, hier war ich doch und da hinten ging es doch wieder zurück in das andere Level, oder? Ja. Da sind wir rübergelaufen. Muss zugeben, das war nicht schlecht gemacht, dass man nicht wieder zurückgeht. Warum die zusammenfällt, weiß ich nicht. Aber so haben die wenigstens keine dumme, unsichtbare Wand gemacht oder so. Einfach eine Wand hingepackt. Das ist gut gemacht, tatsächlich. Okay, das hat mir auch Schaden gemacht diesmal. Keine Ahnung, wieso. Okay, speichern wir erstmal. Nochmal ganz oben. Da muss ich nämlich nicht immer wieder runterlaufen, wenn ich das hier verkacke. Wir gucken mal auf die Karte. Okay, es sind drei. Wahrscheinlich sind damit die... Nein, lass das. Die Dinger hier gemeint. Das... Obwohl... Warte mal, ich muss mal die Karte aufmachen. Das sind drei zum Dreieck links. Und dann drei darüber. Das passt nicht so ganz. Bin ich gerade so blöd, das zu verstehen? Das wollte ich eigentlich nicht, aber danke. Ah, hier kann ich auch sehen, wie viele Secrets ich schon gefunden habe. Wie viel ich gefunden habe. So, drei gehen rüber. Zwei hängen hier zusammen. So halb. Ist es denn richtig rum? Ich habe gar keine Ahnung. Ich würde sagen, ich muss jetzt zuerst auf das Ding hier springen. Und natürlich falle ich einfach runter. Och, Lara, was machst du denn? Ja, man kann hier auch nichts, also diese Sümpfe sind Schmutz. Ganz ehrlich, das ist wirklich schlecht einfach gemacht, weil du fällst rein, kannst nichts machen. Du kannst dich nicht irgendwie hochziehen. Selbst wenn du noch das halbwegs machen könntest, springst du, nee, kannst du nicht. Also der hier. Dann sind da zwei zusammen. Und hier gehen drei rüber. Die haben wir auf der Karte nicht. Wir haben auf der Karte. Wir sind jetzt auf dem ersten. Dann müsste ich jetzt auf den Link springen. Vielleicht sind nicht alle markiert. Könnte sein. Aber wir sagen, wir müssen jetzt auf den da hinten. Deshalb speichere ich einfach nochmal ab. Also hier, das wird komplett einfach nur alles durchgespeichert, würde ich sagen. So. Dann kommen die drei Dinge. Also ich weiß nicht, ob ich auf den nächsten könnte. Weil ich finde auch blöd. Du siehst halt das auch gar nicht. Du musst halt... Auf das Spiel vertraut. Okay, hier zum Beispiel wieder nicht, obwohl der nicht markiert ist. Ich dachte, die hängen jetzt einfach zusammen zum Beispiel. Naja. Dann, nochmal auf die Karte. Ich kann mir das auch gar nicht merken. Dann müssen wir, glaube ich, auf den in der Mitte da springen. So, erstmal speichern. Habe ich gar keine Lust, das hier noch tausendmal zu machen. Dann haben wir... den nach rechts. Nein, nicht das so.
Dann müssten wir, glaube ich, einfach nur den hier. Ach nö. Komm, der war schnell. Zieh dich hoch. Ja, das ist scheiße. Das ist wirklich einfach schlecht. Weißt du, fällst runter, kannst dann nichts mehr machen. Das war falsch. Habe ich falsch geguckt. Ich dachte, ich renne jetzt einfach schnell los. Das passt schon. Ich gucke schon in die richtige Richtung. Nein, wir müssen hier hin. So, dann war es, glaube ich, der hier vorne. Weil ich weiß, dass wir einmal hier rechts am Rand bleiben sollten. So. Dann speichere ich hier nochmal ab. Und dann müssen wir... Karte. Dann... Jetzt einfach nur irgendwie schräg rüber, denke ich mal. Ich denke, der hier wird sein dann. Dann der da vorne und dann vielleicht schon... Ah, da können wir vielleicht hin. Das könnte entweder ein Secret sein oder wir müssen da hin. Gucken wir mal. MP5 Munition, ja danke. Ich hab keine... Okay, das ist ein Secret und das ist echt laut gewesen gerade. Okay, nochmal MP5 Munition. Ich habe aber keine MP5. Kriege ich die auch irgendwann nochmal? Ich glaube, man hat so sonst in der Tomb Raider die Chance, die irgendwie nochmal zu bekommen, aber ich bin mir auch nicht sicher. Okay, erstmal speichern, weil ich werde das sicher jetzt verkacken, weil ich jetzt gegen die Kamera laufen muss. Das war knapp und dann... Weiß ich nicht, können wir einfach rüber? Oder müssen wir erstmal hier vorne hin, weil ich glaube, direkt rüber könnte schwierig werden. Wir probieren es nochmal aus. Okay, wir müssen direkt rüber. Muss man auch erst wissen. Ach nö. Obwohl, ich glaube, so weit ist das gar nicht. Sieht nur so weit aus. Erstmal speichern. Ich glaube, da kommt jetzt ein Typ angelaufen, der mir auf die Fresse hauen will, oder? Nee. Das helle Streifen von der Textur hier unter mir sah gerade so aus, als wäre es ein Speer. Okay. Da oben sehe ich doch was. Noch nicht mal Secret, schade. Aber ich glaube Granaten. So, kommt jetzt noch mehr Mist oder habe ich das jetzt hinter mir? Ich tippe auf, dass gleich irgendwelche Gegner kommen, weil... Okay, es kommen Dinosaurier. Okay, die machen gut Schaden, das gefällt mir nicht gut. Ich hab die auch echt nicht vermisst, wenn ich ehrlich bin. Oh, was, da vertraue ich nicht? Also gehe ich da erstmal schön und vorbei. Zack, speichern. So, keine 8 Minuten gespielt und schon fast 10 Saves verbrannt. Wie es sich gehört halt. Okay, ich glaube, die brauchen 4 Schüsse, was echt fucking viel ist. Habe ich noch eine andere Waffe? Ich habe die Shotgun noch, ne? Wir haben auch nur 16 Schüsse dafür, 12 dafür, 2 Uzi-Clips, 8 MP5-Clips, ja gut, dass ich keinen habe. Aber 8 Granaten habe ich dafür. Ja, Medipacks ein bisschen. Ja, ich muss glaube ich erstmal wieder mit Pistolen weiterspielen. Und der ist ja jetzt tot, dann kann ich erstmal speichern. 10 Saves, unter 10 Minuten. Entspannt. Ah, okay, hier ist das gecrashte Flugzeug anscheinend. Ich fand's auch gut, dass der Typ so im letzten Paar so komplett entspannt war. Ja, also mein Bein wurde aufgegessen. Ich chill jetzt erstmal. Alles Gucci. Nein, nicht den. Nein, nicht den.
Nicht auf mich schießen. Och Gott, jetzt habe ich ihn angeschossen. Also ganz ehrlich, das ist wirklich schlechtes Spieldesign. Warum macht man diese Leute anvisierbar in einem Kampf? Also, dass man die normal anvisiert macht, finde ich auch schon irgendwie schwachsinnig, weil, okay, wenn man die töten will, viel Spaß, aber warum sind die anvisierbar im Kampf? Was? Vor allem mit einem richtigen Gegner. Also, es sollte so ein Zielsystem geben, wenn Gegner, also wenn wirklich Gegner da ist, dann ziel wie Gegner an. Ansonsten schießt halt random auf irgendwas. Hier, da ist eine Höhle. Wie viel Schaden machen die denn? Und vor allem, ich habe erst auf den Ding geschossen und dann denkst du, ich leider so mitten in der Salve. Jo, ich schieße jetzt mal auf den anderen. Hallo. Okay, der hat MP5-Munition, aber ich hätte gerne einen MP5 erstmal. Okay. Realitätsüberprüfung. Wir haben da einen Weg rein. Wir haben da einen Weg rein. Hier haben wir einen Weg rein. Und da hinten haben wir einen Weg rein. Ich habe gar keine, wo wir als nächstes hin wollen. Ich würde sagen, können wir dir eigentlich sagen, hey, geh nicht nach Ding, weil dein Chef hat gesagt. Nein? Okay, anscheinend nicht. Schade. Na dann, würde ich sagen, erstmal speichern, gucken, was da so ist. Ach ne, wir haben nur 9 Saves gemacht. Okay, hier ist zu. Ja, danke für nichts. Ich stelle mal auf, dass das dann hier auch zu ist, weil das sieht auch nur so aus wie so ein kleines schwarzes Loch. Okay, ich habe mich gerade erschreckt, weil da schon wieder ein Rutsch ist. Jupp, auch nur ein kleines schwarzes Loch. Wahrscheinlich kommen gleich noch irgendwelche Dinos überall raus. Hier ging es noch rein. Okay, das sieht aus, als würde es da weitergehen. Und das sieht aus wie ein schwarzes Loch. Aber vielleicht irre ich mich auch gerade und hier geht's wirklich rein. Nein, hier ist ein schwarzes Loch. Okay, also es gibt keine Wege irgendwo rein, es gibt nur schwarze Löcher. Wasser könnten wir reinspringen, sehe ich gerade keinen Nutzen, wenn ich ehrlich bin. Na hier, gut, ich wollte gerade schon sagen, geht's nicht weiter? Ich hab nicht auf dich geschossen, oder? Gott, ey, ich hasse das. Hast du immer Angst, dass du auf die zu schießen? Ich weiß nicht, ob es mit Stiefeln. Na, okay, Stiefeln gibt es sowieso nicht im Spiel, aber es irgendeine Bonussequenz gibt oder sowas, wenn man alle rettet. Ach meine Güte, wieso muss das denn hier sein? Da freue ich mich auch schon wieder. Ich meine, was hätte ich da machen sollen? Ich fahre ins Wasser rein, die Viecher fressen mich. Ah, okay, wahrscheinlich muss ich ihn da reinfallen lassen. Okay, du darfst halt gar nicht hin anscheinend. Ist hier was Interessantes? Nee, oder? Und einfach so rüberspringen geht auch nicht, oder? Nope. Vor allem, wenn du jedenfalls Schasse drückst zum Schwimmen. Na gut, ich wollte sowieso nicht das weitermachen, das Leben, weil. Ja, gut. Okay, merke, Brücke ist ganz schlecht. Wir müssen wahrscheinlich hier hochklettern. Warum muss es auch immer. Also, es kann nicht leicht sein, wenn es auch schwer sein kann, ne? Immer. Irgendwas trampelt hier, glaube ich, rum, ist ziemlich laut. Okay. Gibt es hier irgendwas, wo ich abspringen soll? Ich meine, das wäre die einzige sinnvolle Lösung. Ach Junge, willst du mich verarschen? Das macht so viel Schaden. Was soll ich denn da machen genau? Das verstehe ich noch nicht ganz.
Also ich soll anscheinend hochklettern, das verstehe ich schon richtig. Dann soll ich da abspringen und dann soll ich direkt nochmal springen? Also, klar würde gehen, aber... Weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen schwieriges Game-Design, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Dass man auch nicht irgendwie hinter sich mal gucken kann, so ganz leicht. Weil wir kommen so weit und eigentlich will ich mich so umgucken. Ich habe auf jeden Fall hier was gesehen. Dann mache ich hier mal den Sprung, zack. Doch, und ich bin direkt runtergesprungen. Das ist doch so zum Kotzen. Doch, und dann springt Level. Ich habe keinen Bock auf dieses Spiel gerade. Also das Spiel funktioniert in manchen Situationen wirklich schlecht. Manche ist es wieder ganz gut. Hin und wieder macht es doch wirklich Spaß, aber... Gerade ist halt so wieder so eine klassische Tomb Raider-Szene. Hey, fick dich einfach. Das Spiel funktioniert nicht, aber mach es einfach. Weil was ich hier okay finden würde, wir klettern hier hoch und müssen dann irgendwie einen komischen Sprung machen. Okay, aber hier dann irgendwie so einen Doppelsprung machen mit dem Gegner da irgendwie. Und dann schmeißt er uns runter. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, das macht gerade wirklich keinen Spaß. Das ist einfach behindert. Man hat da keinen Platz oben. Man weiß nicht, wo man hin soll. Es ist nicht irgendwie klar markiert. Hey, renn jetzt sofort nach vorne, renn jetzt sofort nach links oder so. Es ist einfach so, hey, hier ist ein Raptor, fick dich. Lass mal direkt die Shotgun aus. Mal einmal versuchen wir es noch. Und wenn es dann nicht klappt, dann mache ich es ohne Aufnahme. Oder ich würde es okay finden, wenn man hier raufspringt und dann kann man hier erstmal bleiben. Die Shotgun ist sowas von nutzlos gefühlt. Ja, wo soll ich jetzt hin? Okay, das Vieh ist tot. Wir müssen vermutlich irgendwie darüber, um die Piranhas abzulenken. Hier hoch können wir, glaube ich, nicht einfach so. Wir nehmen erstmal. Nein, wir nehmen erstmal kein Mailpack, wir speichern erstmal. Ist halt wirklich einfach schlecht. Also das ist einfach ein schlechtes Spiel. Okay, wir könnten da hinten in die Kante springen, glaube ich. Das habe ich jetzt gesehen. Ist hier noch so ein dummer Trampel? Ich glaube schon. Warum sind diese scheiß Raptoren in den fucking Bäumen? In einem offenen Areal, okay, sind zum Kotzen, nehme ich aber hin. Okay, hier ist ein Plumber, das ist perfekt. Willst du mich verarschen, da kann ich jetzt nicht hin schießen? Ich sehe doch seinen scheiß Kopf. Ist doch noch besser, Lara. Lass mal speichern, bevor ich rüberspringe. Bisschen Munition sparen, wo es geht. Aber der kommt ja gefühlt nicht rüber. Gott, ey. Einfach schlechtes Spieldesign gerade. Hey, lass uns mal Raptoren hier hinpacken, so wo du gefühlt nichts machen kannst und dich kein Millimeter bewegst. Weil, ist halt ein gutes Spiel. Ja, geil. Muss ich das einfach raufschießen oder? Wie ist der Plan? Ne, wahrscheinlich muss ich hier rüberspringen. Das war knapp. Bisschen irgendwie ein... Na, ein Medipack gibt es immerhin. Okay, da sind Stacheln, die nicht so gut aussehen. Okay, jetzt sind wir auf der Seite. Hilft uns das jetzt gerade irgendwie weiter? Vielleicht einfach so raufschießen? Dann fällt es zufälligerweise runter. Nein, wahrscheinlich müssen wir irgendwie ganz nach da oben. So. Kann ich hier einfach hochklettern? Ich glaube nicht. Das sieht nicht so aus wie ein Hochkletterwand. Warte mal. Kann ich hier oben rauf? Würde gehen. Und hier sieht es irgendwie... Ach nee, ist nur so eine Kante. Schade. Sogar so, als würde ich hier hoch können.
Schwierig, schwierig bleibt es. Aber ich würde sagen, wie wir weiterkommen, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.